Hallo, herzlich willkommen, liebe Kinder, herzlich willkommen, liebe Freunde der Wuselstunde und natürlich die Freunde von Taffy Tee. Denn heute und die Freunde von Hannes von Rabenhorst. Oh Mann, hast vergessen. Entschuldigung, Hannes. Ja, und die Freunde von Hannes von Rabenhorst und von Kirstensacher natürlich. Und eben von Taffy Tee. Und von Taffiti und dem schlecht gelaunten Nashorn. Und wisst ihr was, wo die leben? Die leben in der Savanne. Und wisst ihr, wie der Freund von Taffiti heißt? Und Taffiti ist hier das Erdmännchen. Das ist Pinsel, das Pinselohrschwein. Und dann hat er noch ganz viele andere Freunde. Und heute geht es auch noch um das Nashorn, Norbert. Und von dem werden wir euch jetzt vorlesen. Macht's euch gemütlich. Es geht auch gleich los. Julia Böhme hat hier wieder eine wunderschöne Geschichte geschrieben und Julia Ginsbach hat sie mit wunderschönen Bildern versehen. Und das Buch kommt aus dem Löwe Verlag. Und das geht los mit Alarm. So, das reicht. Taffiti legt ein paar letzte Früchte in den rappelvollen Korb. Oh, Mama wird sich freuen, grunzt Pinsel. Und ich mich auch. Kein Wunder, denn Oma wird aus den Baobab-Früchten Kuchen backen. Und zwar den besten der Savanne. Lecker. Pinsel läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn er nur daran denkt. Na, dir wohl auch. Komm, jetzt zeig mal den Kindern, wie die da die Früchte einsammeln. Ganz viele. Nur schade um den schönen Baum, findet Taffiti. Ja, Pinsel nickt. Im Sturm ist gestern ein riesiger Affenbrotbaum umgestürzt und deshalb konnten Taffiti und Pinsel so viele Früchte sammeln. Die hängen nämlich sonst viel weiter oben, aber jetzt konnten sie ganz bequem abpflücken. Taffiti überlegt. Der Baum war bestimmt schon alt. Uralt, sonst wäre er nicht umgefallen. Da hat Taffiti natürlich recht, denn Affenbrotbäume oder Baobabs, wie sie noch genannt werden, mit ihren gewaltig dicken Stämmen, die stürzen nicht einfach so im Sturm um. Dazu müssen sie schon sehr alt und krank sein. Puh, ist der schwer, stöhnt Pinsel, als er den vollen Korb auf den Rücken nimmt. Für Taffiti hat er dort oben trotzdem noch Platz. Einer muss ja den Korb festhalten. Aber so ein Erdmännchen fällt kaum ins Gewicht. Das ist federleicht. Für ein Pinselohrschwein zumindest. Doch der Korb macht Pinsel ganz schön zu schaffen. Vor allem bei der Hitze. Und in der Savanne ist es immer heiß. Lass uns mal eine Pause machen, ächzt er auf halbem Weg. Unter einer Akazie finden sie ein schönes, schattiges Plätzchen. Proviant haben wir genug, freut sich Pinsel und beißt genüsslich in eine Frucht. Nimm doch auch eine, fordert er Taffiti auf und grinst. Dann ist der Korb nicht mehr so schwer. Dafür werde ich schwerer, lacht Taffiti und lässt es sich trotzdem schmecken. Räuspert sich eine tiefe Stimme über ihnen. Ach du liebes Bisschen, Taffiti und Pinsel fahren zusammen. Da ist wer im Baum, direkt über ihnen. Und das ist bestimmt kein Freund. Der hätte die beiden nämlich mit einem fröhlichen Hallo begrüßt. Erschrocken starren sie nach oben. Sieh, haucht Taffiti. Alle möglichen Tiere hätte er dort erwartet, aber Leo, den Leoparden, Mr. Gogo, den Adler oder eine fiese Schlange. Aber King Kofi? Niemals. Seine hochwohlgeborene Löwenmajestät geruht nicht auf Bäume zu klettern und schon gar nicht so hoch. Ja, ich. Wer sonst? Lispelte der Löwenkönig. Pinsel schluckt. Gleich wird sich King Kofi auf sie stürzen.
Möchten Sie vielleicht ein paar königlich köstliche Früchte? Fragt Taffidi schnell. Selbstverständlich, der Löwe schlägt sich sein Maul. Sofort her damit! Wir haben's ganz schrecklich eilig, ruft Taffidi und flitzt mit Pinsel los. Aber die Früchte lassen wir bei Ihnen hier, gerne. Die beiden Freunde rennen, so schnell sie können. Soll King Kofi ruhig den ganzen Korb leer fressen. Hauptsache, er lässt sie laufen. Zeigen wir euch auch mal. Einmal King Kofi, der da faul im Ast hängt. Und hier die beiden, wie sie ganz furchtbar schnell weglaufen. Atemlos kommen sie nach Hause. Die ganze Familie ist im Garten und versucht, etwas Ordnung zu schaffen, denn der Sturm hat auch hier gewütet. King Kofi auf einem Baum! Oma macht große Augen. Das ist ja was ganz Neues. Allerdings, schnauft Pinsel, damit haben wir echt nicht gerechnet. Na ja, brummt Opapa. Aber warum sollte King Kofi nicht auch mal klettern? Löwen können das. Aber unter Bäumen muss man immer vorsichtig sein. Leoparden, Schlangen, Adler, weiß der Geier, was dort oben alles auf uns lauert. Pinsel guckt betreten zu Boden. Opapa hat recht. Sie hätten besser aufpassen müssen. Aber es ist ja nichts passiert, meint Taffidi leichthin. Du unterschätzt die Gefahr, meint Opapa. Es kann immer etwas passieren und manchmal das Allerverrückteste, mit dem man gar nicht rechnet. Alarm! Schreit Tududa, stürzt zum nächsten Höhleneingang. Omama schnappt sich den kleinen Baba und saust mit Opapa schnell hinterher. Für Pinsel aber ist das Loch zu klein. Los, Beeilung, ruft Taffidi und rast mit seinem Freund zum Haupteingang, dem einzigen Eingang, der wirklich groß genug für das Pinselohrschwein ist. Klapp, fällt die Tür hinter ihnen zu. Sie haben es gerade noch geschafft. Schaut mal, hier ist der Haupteingang. Und ganz schnell Klappe zu und sie sind in Sicherheit. Puh, das war knapp. Wumms, krawumms, krawumms. Über ihnen bebt die Erde. Die Bilder wackeln, die Gläser klirren, Sand und Kiesel rieselt von der Decke. Und dann donnert etwas ganz Großes, Schweres über sie hinweg. Baba beginnt vor Schreck zu heulen. Omama drückt ihn ganz fest an sich. Tutu ist ganz blass. Und selbst Opapa ist mulmig zumute. Dann entfernt sich der Donner. Was war das? Haucht Omama. Oh, guck mal. Da haben sie doch alle Angst bekommen. Was das war, das wollen Taffidi und Pinsel natürlich sofort herausfinden. Und schon sind die beiden Freunde nach außen entwischt. Am Horizont sehen sie eine Staubwolke, die sich ganz schnell entfernt. Los, spring auf, ruft Pinsel. Und kaum sitzt Taffidi auf seinem Rücken, jagt Pinsel der riesigen Staubwolke hinterher. Im Schweinsgalopp, versteht sich. Die Savanne ist wie leer gefegt. Alle haben sich vor der Staubwolke blitzschnell in Sicherheit gebracht. Hier und da lugt der eine oder andere zitternd aus einem Busch hervor. Doch so schnell wie Pinsel auch rennt, die Staubwolke holt er nicht mehr ein. Dafür treffen die Freunde auf eine aufgebrachte Zebraherde. Unverschämt, schimpfen die Zebras. Was kann da passieren können? Wisst ihr, was das war? Fragt Taffidi aufgeregt. Ja, allerdings. Steppenzebra Fred klappert nervös mit seinen Hufen. Das war Norbert. Norbert Nashorn?
Pinsel traut seinen Ohren nicht. Niemals, Tafidi lacht. Doch, beharrt Fred, und ich fürchte, der hat ziemlich schlechte Laune. Schaut euch doch mal die Zebras an. Die anderen Zebras nicken mit den Köpfen. Aber der ist doch sonst so ruhig, staunt Tafidi. Und außerdem läuft er doch nie weg oder hier entlang oder ihr wisst doch, wie er ist. Er nimmt doch eigentlich immer denselben Weg. Immer. Ich weiß, wiehert Fred. Aber das war Norbert. So war ich hier stehe. Und zum Glück stehe ich noch. Ich dachte schon, der nietet mich um. Normalerweise weicht Norbert keinen Zentimeter von seinem Trampelpfad ab. Am einen Ende ist Norberts Schlafbaum, ein schattiges Plätzchen, an dem er auch tagsüber gern ein Nickerchen macht. Und am anderen Ende ist das Wasserloch mit der großen Sohle. Und wenn Norbert nicht unter seinem Baum liegt oder in der Sohle, dann stapft er irgendwo dazwischen gemächlich seinen Trampelpfad entlang. »Was ist denn heute nur los?« ruft Tafidi. »King Kofi klettert auf Bäume. Norbert verlässt seinen Pfad. Ich frag mich, was noch kommt.« »Was noch kommt? Das reicht«, mischt sich eine Zebra-Mama ein. »Norbert ist außer sich. Der walzt alles um. Uns hat er fast aufs Horn genommen. Und wisst ihr, wie spitz das ist? Das ist lebensgefährlich.« Tafidi schluckt. Stimmt. So ein Nashornhorn ist wirklich nicht ohne. Da müssen wir was unternehmen. Tafidis Augen blitzen. Und ich glaube, ich weiß schon was. Komm, Pinsel, ab nach Hause. Was hast du denn vor? Neugierig trabt Pinsel seinem Freund hinterher. Als am Mittag die Sonne am höchsten steht, machen sich Tafidi und Pinsel erneut auf den Weg. Puh! Vergeblich versucht Pinsel, sich mit seinen Ohren ein wenig kühle Luft zuzuwedeln. Ist das heiß? Eben, Graffiti grinst. Jetzt rast keiner mehr in der Savanne herum, nicht mal ein wütendes Nashorn. Und Tafidi hat recht. Norbert liegt erschöpft im Schatten seines Lieblingsbaumes und hält Mittagsschlaf. So sieht es aus, wenn Norbert das Nashorn friedlich schläft. Genau so hat es Tafidi es sich gedacht. Auf Zehen und Hufspitzen schleichen er und Pinsel sich an das schlummernde Nashorn heran. Norbert schnarcht selig vor sich hin, bis Pinsel auf ein dünnes Ästchen tritt. Krax! Norberts Schnarchen setzt sofort aus. Tafidi und Pinsel erstarren. Wenn das Nashorn jetzt aufwacht, werden sie garantiert aufgespießt. Norbert wackelt mit den Ohren, die Lider zucken und dann schnarcht er weiter. Zum Glück. Bei den letzten Schritten passen Tafidi und Pinsel genau auf, wohin ihre Füße setzen. Und dann stehen sie direkt neben Norberts riesigen Hörnern. Rasch klettert Tafidi auf Pinsels Rücken und streckt sich so gut es geht. Doch das Vorderhorn ist viel zu groß und Tafidi ist viel zu klein. Also stellt Pinsel sich auf die Hinterbeine und Tafidi huscht auf seine Schultern. Das reicht immer noch nicht. Vorsichtig klettert Tafidi weiter auf Pinsels Kopf und balanciert auf seiner Schweineschnauze. Du sollst nicht auf meinen Kopf, bleib unten. Nicht,
das kürzelt, haucht Pinsel. Wenn Taffiti so weitermacht, bekommt er noch einen Niesanfall und dann ist der Teufel los. Oder zumindest das Nashorn. Das sieht ja auch witzig aus. Da balanciert er auf Pinsel der Taffiti, um dann an das Horn zu gelangen. Das Kissen, wispert Taffiti. Ja, richtig, das Kissen haben sie extra von zu Hause mitgebracht und eine Schnur. Vorsichtig geht Pinsel in die Knie, greift nach dem Kissen samt Schnur und reicht es Taffiti, der ihm immer noch auf der Nase herumtanzt. Ey, du sollst mir nicht auf der Nase tanzen. Ganz behutsam legt Taffiti das Kissen auf die Nashornspitze und bindet es vorsichtig fest. Nach jedem Schnarcher strömt heiße Atemluft aus Norberts Nasenlöchern. Pinsel kann es spüren, so dicht steht er neben ihm. Hoffentlich merkt Norbert nichts. So, noch einen Doppelknoten. Fertig. Taffiti strahlt. Wenn Norbert jetzt jemanden aufs Horn nimmt, wird der wenigstens nicht aufgespießt. Ein Kissenstoßdämpfer sozusagen. Was für eine geniale Idee. Wollt ihr mal einen Kissenstoßdämpfer sehen? So sieht ein Kissenstoßdämpfer auf einem Nashornhorn aus. Als es am späten Nachmittag wieder ein wenig kühler wird, wacht Norbert auf. Taffiti und Pinsel haben sich in einer kleinen Erdhöhle versteckt. Neugierig lugen sie heraus. Das Nashorn bemerkt zunächst gar nichts. Es gähnt ausgiebig und streckt sich. Dann hält es plötzlich inne. Mit beiden Augen schielt es auf sein Horn. Was denn das? Brüllt Norbert. Das komische Ding auf seinem Nashorn hatte da nichts zu suchen. Das muss weg und zwar sofort. Schaut mal. Oh je. Das ist genauso, als wenn euch jemand was auf die Nase bindet, ne? Norbert rennt los und rast wie von Sinnen durch die Savanne. Und jeder, der ihn kommen sieht, nimmt Reis aus. Strauße, Giraffen, Zebras, Antilopen, Hasen und Mäuse. Denn ob mit Kissen oder ohne, ein tobender Norbert ist und bleibt gefährlich. Keiner will sich mit ihm in den Weg stellen, nicht einmal Mama Matemba mit ihrer Elefantenherde. Urplötzlich schlägt Norbert einen Haken und rast zurück. Guckt mal die Tiere, wie sie alle weglaufen, weil da hinten kommt Norbert angerast. Taffiti und Pinsel, die hinterher gerannt sind, können gerade noch zur Seite springen. Irgendwie mag er das Kissen nicht, japs Taffiti. Pinsel nickt. Sieht ganz so aus. Norbert rennt zu seinem Schlafbaum und schubbert grimmig sein Horn am Stamm, um das Ding endlich loszuwerden. Ja, genau so macht er das. Doch das Kissen hält dank Taffitis Doppelknoten. Und das macht Norbert erst richtig sauer. Er rast wieder los. Diesmal mitten in eine Gnuherde hinein. Die Gnus galoppieren laut murrend auseinander. Norbert, warte doch, wir machen das Kissen ab. Taffiti läuft hinter ihm her. Nicht doch, Taffiti, keucht Pinsel. Was, wenn er sich umdreht? In diesem Moment dreht sich Norbert um. Ein riesiges, graues Nashorn schäumend vor Wut. Und nur ein paar Schritte entfernt ein kleines Erdmännchen und ein zitterndes Pinselohrschwein. Zwerge im Vergleich zu dem tobenden Riesen. »Wir machen dir das Kissen ab«, wiederholte Taffiti tapfer. Norbert schnaubt und scharrt mit den Füßen. Aber dann
geht der urplötzlich auf die Knie und streckt den beiden sein Horn entgegen. Taffiti geht langsam auf Norbert zu. Seine Beine zittern wie Omamas Wackelpudding. Momentchen, das haben wir gleich, meint er und macht sich an dem Doppelknoten zu schaffen. Es tut uns schrecklich leid. Das mit dem Kissen war wohl keine so eine gute Idee von uns, entschuldigt sich Pinsel kleinlaut. Aber das zu sagen, war wohl ebenfalls keine gute Idee. Ihr wart das! Norbert richtet sich mit einem Ruck auf. Uah! Erschrocken klammert sich Taffiti am Horn fest. Na, warte! Norbert richtet sein spitzes Horn direkt auf Pinsel. Der rennt um sein Leben. Und das Nashorn? Das rast hinterher. Halt, Norbert, ruft Taffiti. Bleib sofort stehen. Aber das Nashorn hört nicht auf ihn. Pinsel springt in seiner Not ins Gebüsch. Dass es ein pieksicher Dornenstrauß ist, macht ihm wenig aus. Lieber wird er von ein paar Dornen gepiekst, als von Norberts Nashorn durchlöchert. Norbert macht eine Vollbremsung und schaut grimmig mit den Füßen. Aber trotz seines dicken Panzers wagt er sich nicht hinterher. Boah, ganz schön spannend, was? Ja. Hast ein bisschen Angst bekommen? Ja. Na, geh mal auf die Seite. Ja, liebe Kinder, wie geht's denn weiter mit Norbert? Ob die Pinsel und Taffiti das wohl in den Griff kriegen oder ob Norbert ihnen womöglich noch was antut? Das ist die Frage und die beantworten wir euch bei der nächsten Lesung. Schaltet also ein, wenn Teil 2 kommt von Taffiti und dem schlecht gelaunten Nashorn. Bis dahin wünschen wir euch gute Laune, keinen schlecht gelaunten Nashörner, die euch auf dem Kopf herumtrampeln und immer gut gelaunte Raben. Ja, und immer gut gelaunte Raben, du hast recht. Liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.